Hi Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Heute habe ich einen Tag für euch. Ich wurde nicht getaggt oder so. Ich habe auch in Deutschland ehrlich gesagt noch keine Videos darüber gesehen. Aber ich finde ihn ganz interessant, weil es irgendwie auch zu jedem Produkt dann eine kleine Story dahinter gibt. Und ja, deswegen hatte ich einfach Lust mitzumachen und starte das hier einfach mal. Es handelt sich um den 7-Todsünden-Tag. Also es gibt ja die 7 Todsünden. Ich lese sie mal hier nach der Reihenfolge vor, wie es hier steht. Also es ist Habgier, Zorn, Völlerei, Trägheit, Hochmut, Wollust und Neid. Und zu jedem gibt es dann so ein paar Fragen und dann muss man die dazugehörigen Produkte dann zeigen. Ja, finde ich eigentlich ganz lustig und ich würde auch sagen, wir fangen gleich mal an. Und zwar ist das erste Habgier und die Fragen dazu ist, ich habe es ganz altmodisch aufgeschrieben. Und die Fragen dazu sind, was ist dein günstigstes und was ist dein teuerstes Produkt? Ehrlich gesagt musste ich über die Frage am meisten nachdenken, weil ich habe einige Sachen im Drogerie- oder vom Drogeriebereich. Ich habe auch einige Sachen vom High-End-Bereich. Aber was jetzt genau das günstigste und was genau das teuerste ist, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach zwei Sachen, bei denen ich das gedacht habe. Ob das jetzt wirklich genau das günstigste ist oder genau das teuerste ist, weiß ich nicht. Aber es ist ja auch so ungefähr. Also, mein günstigstes ist von Rival de Loup. Ein Nagellack, die Nummer 104. Und zwar sieht er so aus. Eine wunderschöne Farbe. Ich glaube, von Weitem kann man es sogar besser erkennen. Das ist so ein Korallrosa mit so silbernen Schimmerpartikeln. Hier könnt ihr es so ein bisschen sehen. Ist eine wunderschöne Farbe. Es ist, glaube ich, sogar mein zweites Fläschchen. Und ich finde, bei Nagellack sagt das schon einiges aus. Also ich finde, Nagellack kriege ich eigentlich nicht so schnell leer. Aber dafür, dass es jetzt schon mein zweites Fläschchen ist, ist es... Also es sagt schon was. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr schöne Farbe. Besonders für den Sommer. Finde ich super schön. Wie viel der Nagellack jetzt genau gekostet hat, das weiß ich nicht. Wenn ich es rausfinde, blende ich es euch hier irgendwo ein. Aber ja, ich sag jetzt mal 1,50? 2 Euro? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich gucke lieber nochmal nach. Aber auf jeden Fall ein günstiges Produkt, aber ein sehr, sehr gutes Produkt. Also ich liebe den Nagellack. Vom Auftrag jetzt nicht der beste, ja. Aber ich finde absolut ausreichend und ich mache sowieso immer einen Topcoat drüber. Deswegen funktioniert das auch und hält auch lange. Aber ich finde besonders für den Sommer echt eine wunderschöne Farbe. Aber kann ich eigentlich immer tragen. Das ist die 104, das habe ich glaube ich schon gesagt. Mein teuerstes Produkt ist, glaube ich, von Dior. Dieses Schimmerpuder in 02 Amber Diamond. Ich zeig's euch mal. Könnt ihr sehen? Meine Nagellacke seht ihr, die Kamera. So, und so sieht's aus. Das kennt ihr, glaube ich, mit den verschiedenen, ja, so Streifen, verschiedenen Brauntönen ist das hier. Es gibt ja noch eins in rosa. So sieht's auf dem Finger aus. Und geswatcht. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ja, hier. Einfach so ein schöner, goldener Highlighter-Ton. Bronze-Highlighter-Ton, würde ich sagen. Sehr schöne Farbe. Jetzt muss ich wieder beim Preis, ich würde sagen, 40 Euro. Aber ich gucke nochmal nach. Ungefähr 40 Euro. Die zweite Todsünde ist Zorn. Und da gibt es auch zwei Fragen. Und zwar einmal, zu welchem Produkt hast du eine Hass-Liebe-Beziehung. Ich weiß gar nicht, ob man das so im Deutschen sagt. Also auf Englisch heißt es ja Love-Hate-Relationship. Ich sag mal, zu welchem Produkt empfindest du Liebe und Hass zugleich? Und welches Produkt war am schwersten für dich zu bekommen? Also eine Hass-Liebe-Beziehung habe ich zur Urban Decay Primer Potion. Ja, ihr habt sie bestimmt alle schon Millionen Mal gesehen. Ich habe sie damals gekauft, weil sie auf YouTube super gehypt wurde. Also alle YouTuber, die ich geguckt habe, haben gesagt, das ist die... oder fast alle, das ist die beste Eyeshadow-Lidschatten-Base, die es gibt. Und dann habe ich sie natürlich auch mal geholt, um sie einfach mal auszuprobieren. Am Anfang habe ich sie überhaupt nicht gemocht. Ja, ich zeige es euch mal, so sieht's aus. Und dann, ich meine, die Farbe ist ja eigentlich egal. Ich muss mal hier hin. Es ist so ein leichtes Rosa. Und dann, wenn man es verblendet, wird es halt durchsichtig. Am Anfang habe ich sie überhaupt nicht gemocht. Am Anfang habe ich sie gehasst, weil ich habe sie auf meinem Auge aufgetragen. Auf dem Auge aufgetragen. Und ich finde nicht, dass dadurch irgendwie mein Lidschatten langanhaltender war, dass er mehr gestrahlt... Also ich finde einfach, dass sie gar nichts gebracht hat. Ich hätte den Lidschatten auch einfach so auf mein Augenlid auftragen können und ja, das wäre irgendwie das Gleiche gewesen. Ich...
muss sogar sagen, dass ich finde, dass es ein bisschen mehr als in meine Lidfalte gerutscht ist oder gecreased hat, ja, als ohne die Primer Potion. Ich weiß auch nicht warum. Also auch am Anfang habe ich sie gehasst. Dann irgendwann nach ein paar Monaten habe ich wieder ein Video von irgendjemandem gesehen, der die Primer Potion dann benutzt hat und habe mir gedacht, ja, das kann doch nicht sein, dass alle die toll finden und bei dir funktioniert sie überhaupt nicht. Dann habe ich sie wieder rausgekramt und ausprobiert. Auf einmal hat es super funktioniert. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Farben super geleuchtet haben dadurch, aber mein Lidschatten war von morgens bis abends so, wie er sein sollte. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Ich mache genau das Gleiche wie vorher. Also ich habe nichts anders gemacht. Ich habe auch nicht super viel davon genommen, aber auch nicht super wenig, ja, weil zu viel, das ist ja klar, dass das da nicht funktioniert. Und zu wenig natürlich auch. Ja, und dann bin ich super mit dir klargekommen. Und jetzt in letzter Zeit komme ich wieder überhaupt nicht mit dir klar, weil der Lidschatten wieder total in die Lidfalte rutscht. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich bei dem Ding hier immer falsch mache oder was ich dann wieder richtig mache. Auf jeden Fall, manchmal liebe ich es und manchmal hasse ich es. Also auf jeden Fall kann ich mich darauf nicht verlassen, weil ich weiß ja nie, ob es dann an dem Tag funktioniert oder nicht. Deswegen, aber ich möchte es halt aufbrauchen, weil ich es gekauft habe. Deswegen benutze ich es ab und zu eben doch noch. Und wie gesagt, manchmal funktioniert es. Aber keine Ahnung, das ist irgendwie total komisch, das Ding. Ich weiß nicht. Wenn ihr die habt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr damit klarkommt. Aber wie gesagt, bei mir ist es immer ein bisschen seltsam. Die nächste Frage ist ja, welches Produkt war am schwersten für dich zu bekommen oder für mich zu bekommen? Und zwar war das, Gott, ist ja total zerkratzt, MAC Mineralized Skin Finish, Moment, in Stereo Rose. So. Ich zeig's euch mal. Ich habe auch schon einiges benutzt hier, seht ihr? So, das habt ihr bestimmt auch schon. Die Produkte, die, glaube ich, die ich euch zeige, die kennt ihr auch alle schon. Die Farbe ist, naja, ein bisschen heller als in der Kamera, glaube ich. Das ist halt ein rosa, ja, auch so ein rosa Korallton, vielleicht. So ähnlich wie der Nagellack. mit diesen Adern oder mit diesen Venen, keine Ahnung. Bei mir ist ziemlich wenig Gold, was ich schade finde, aber naja. Ich swatch es euch mal und danach kommt die Story dazu. Ist so ein Rouge-Highlighter zusammen. Ich glaube, man kann es irgendwie gar nicht erkennen. Ich versuche es mal, wenn ich swatche vielleicht. Hier. Ich glaube, in der Kamera sieht es gleich aus, aber in echt ist es wirklich anders, weil das ist ja richtig rosa, so ein helles Rosa und das andere ist ja schon so ein Bronze-Goldton. Also es ist schon anders. Ich glaube, jetzt sieht man es nicht. Ich kann euch auf meinem Blog mal Swatches machen, wenn ihr möchtet. Also wenn ihr euch die Farben nochmal genauer anschauen wollt, obwohl ich glaube, dass jeder weiß, wie Stereo Rose aussieht, weil der ja auch super gehypt wird auf YouTube und allgemein in der MAC-Welt, sag ich mal, oder Kosmetik-Welt. Aber wenn ihr möchtet, ja, stelle ich nochmal Fotos rein auf meinem Blog. chetunispassion.blogspot.com, glaube ich. Ich verlinke es euch auf jeden Fall unten nochmal rein, damit ihr die Farbe erkennen könnt, weil jetzt erkennt man gar nichts. Auf jeden Fall, die Story dazu ist, ich musste an dem Tag, als die Ellie rauskam, welche LA war das denn? Weiß ich gerade nicht. Nee, weiß ich gerade nicht, sorry. Auf jeden Fall musste ich an dem Tag arbeiten und habe zu einem Kumpel gesagt, er soll bitte ganz, ganz früh zum Douglas gehen und mir die Sachen holen. Und irgendwie konnte er sich nicht richtig durchsetzen, weil da waren halt diese ganzen crazy Girls, ja. Und die wollten alle ihre Produkte haben und haben sich dann so vorgedrängelt. Und er hat sich irgendwie nicht getraut, die Mädels dann so zur Seite zu schieben und zu sagen, hier ist der Zettel und die Sachen möchte ich haben. Also er hat es dann irgendwann gemacht, aber ja, auf jeden Fall gab es Stereo Rose dann nicht mehr, sondern nur noch die anderen Sachen, die ich haben wollte. Und dann habe ich bestimmt 6 Monate danach gesucht und habe es dann, ich glaube, bei kleiderkreisel.de, die Seite kann ich euch unten mal verlinken, ja, da wird nicht nur Schminke verkauft, da werden auch Klamotten und sowas verkauft, deswegen auch Kleiderkreisel. Auf jeden Fall habe ich es dann auf der Seite gefunden, musste natürlich ein bisschen mehr bezahlen, aber nicht so viel wie auf eBay zum Beispiel. Ich glaube, auf eBay, ich weiß nicht, wie viel der da weggeht. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen mehr, ich glaube 40 bezahlt, aber ich wollte ihn unbedingt haben und ich bin auch wirklich froh, dass ich ihn habe. Und wie ihr seht, ich benutze ihn auch wirklich oft. Aber das war echt am schwierigsten bekommen, weil ich habe wirklich, ich glaube, 6 Monate oder 4 Monate, ich weiß jetzt nicht ganz genau, immer danach gegoogelt, immer mir Swatches auf Blogs angeguckt oder immer so, ah, ich habe Stereo Rose. Ja, und ich dachte mir so, ja, und ich wollte es wirklich unbedingt haben. Aber es war echt eine lange Reise, eine lange Suche, weil,
Also ich habe wirklich überall geguckt. Ich habe auch überlegt, ob ich es mir, ja, ob ich es bei eBay kaufen soll. Aber dann habe ich mir gedacht, das weiß ich nicht. Weil da kostet es ja wirklich 60, 70, 80, 90, 100 Euro. Also Euro, nicht mal Dollar. Obwohl, ist dann auch egal. Aber auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und ich habe mir gedacht, boah, nee, das kann ich nicht machen. Und ich bin so froh, dass ich es danach bei Kleiderkreisel gefunden habe. Und ja, dann habe ich ihn da gekauft. Also das war Stereo Rosa, aber es war wirklich eine lange Reise, bis ich ihn hatte. Genau, und das war's zu Zorn. Kommen wir jetzt zu Völlerei. Und zwar, was ist dein leckerstes Produkt? Also ich denke mal, mit leckerstem Produkt meinen die, was am besten riecht oder was am leckersten riecht. Nicht am besten, weil es gibt ja viele Produkte, die gut riechen, aber was irgendwie so nach Essen riecht und so lecker riecht. Denke ich jetzt einfach mal. Da habe ich eigentlich mehrere. Zum einen, ich zeige euch jetzt einfach mal alles, was ich habe. Zum einen von TG Oatmeal and Honey Conditioner und Shampoo. Ich kann es leider nicht benutzen, weil ich habe ja sehr schnell fettendes Haar. Und wenn ich die Sachen hier benutze, besonders beides, ja, dann, dann fetten meine Haare, glaube ich, schon nach 2 Stunden oder so nach. Also es ist zu reichhaltig für meine Haare oder für meine Kopfhaut, wie auch immer, keine Ahnung. Deswegen kann ich es nicht wirklich benutzen, deswegen ist es auch eigentlich noch voll. Ich glaube, ich habe es einmal benutzt. Nee, ich habe es zweimal benutzt. Den Conditioner habe ich zweimal benutzt, das Shampoo habe ich nur einmal benutzt. Den Conditioner habe ich mal zu Lush Big Shampoo benutzt, weil das ja ziemlich austrocknet, sage ich jetzt mal, also so eine Tiefenreinigung ist. Und dann habe ich mir gedacht, dann kann ich mal einen reichhaltigen Conditioner dazu benutzen, aber ja, es ist einfach zu reichhaltig für mich. Lava, es geht eigentlich um was anderes und zwar rieche ich jetzt mal dran. Oh mein Gott, es riecht so lecker. Oh mein Gott, ich habe schon so lange nicht mehr dran gerochen. Es riecht einfach so lecker. Es riecht einfach nach Oatmeal und Honey, würde ich sagen. So wie es draufsteht. Es riecht einfach super lecker. Es riecht auch irgendwie nach Frühstück. Und das ist nicht die beste Beschreibung. Ne? Ihr müsst einfach mal dran riechen. Ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber es riecht wirklich super, super, super lecker. Und ich habe es mir auch hauptsächlich eigentlich wegen dem Geruch gekauft und dann gleich so 2 Dinger. 750 Milliliter sind hier jeweils drin. Also es sind schon 2 Riesenteile und kann sie leider nicht benutzen. Das ist echt ein bisschen schade. Moment, ich stelle es gerade mal weg. Was noch sehr, sehr, sehr gut riecht, sind die Lush-Sachen. Das muss ich wahrscheinlich nicht extra sagen. So. Und zwar habe ich jetzt hier Softcur. So sieht's aus. Ah, das ist dieses Herz hier. Könnt ihr das erkennen? Das ist dieses Herz hier, was nach Schokolade riecht. Aber es riecht irgendwie nicht nur nach Schokolade. Sondern ich müsste auch mal dran riechen. Ich weiß, ich bin in Duftbeschreibung nicht die Beste, aber es riecht irgendwie nach Schokolade und da ist auch echte Schokolade drin. Hier, so, da ist ein Stück Schokolade drin. Aber irgendwie trotzdem so fruchtig. Es riecht wirklich super, super lecker. Und dann habe ich da noch Krümel drin, ne? Ich bin echt doof. Ich will die nicht wegschmeißen, weil die sind von dem anderen Ding, das hieß Once in a Year. Und ich dachte, dann würde das diese Massagebar auch einmal im Jahr rauskommen, weil der Name ja so ist. Aber ich wusste, dass sie limitiert ist, aber ich habe gedacht, sie kommt jede Weihnachten wieder. Oder jeden Winter, wie auch immer. Aber sie kam nicht mehr. Und deswegen will ich die Krümel, die davon noch übrig sind, das sind so Glitzerdinger, ich zeig's euch mal. Könnt ihr was erkennen? Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall sind es so Glitzerteile. Und ich lasse es einfach da drin, weil ich will, dass mein Softcur diesen anderen Geruch, der so nach... Das ist der perfekte Winter-Weihnachtsduft. Das ist einfach so nach Zimt und... Ach, einfach Weihnachten. Und ich will, dass mein Softcur das in sich aufsaugt. Und deswegen lasse ich die Sachen da drin, was eigentlich gar nicht passiert. Ich weiß, aber... Ja, manchmal macht man dumme Sachen. Ja, das war mein am leckersten duftendes Produkt. Kommen wir jetzt zu Trägheit oder auch Faulheit. Und da ist die Frage, welches Produkt ignorierst du, weil du zu faul dafür bist, es zu benutzen oder regelmäßig zu benutzen? Eindeutig, darüber musste ich nicht wirklich nachdenken, ist es die Pinzette. Das ist jetzt eine von Rival de Loup. Die ist auf der Seite so, auf der Seite so. Ich finde sie ehrlich gesagt auch sehr gut, soweit ich das beurteilen kann. Ich Pinzetten-Loser, aber ich finde sie sehr gut und sie ist auch, also ich habe sie schon sehr lange und sie ist immer noch sehr scharf, auch wenn ich sie nicht oft benutze oder vielleicht, weil ich sie nicht oft benutze.
Auf jeden Fall hasse ich es. Ich hasse es, meine Augenbrauen zu zupfen. Obwohl das total bescheuert ist, weil ich finde, dass Augenbrauen schon viel ausmachen. Also besonders, wenn man dann hier überall noch so Haare hat. Ich finde, das nicht zerstört, aber das nimmt oft etwas von dem tollen Augen-Make-up weg. Ja, weil da einfach dann die Haare dazwischen sind, beziehungsweise die Augenbrauen so komisch aussehen. Ich habe das Glück, dass ich nicht so viele Haare habe, also oben und unten, die wachsen oder... Also das sind schon ein paar Haare da, aber sie sind nicht so dick oder so und man sieht sie nicht so doll. Deswegen kann ich, ja, deswegen bin ich wahrscheinlich auch faul. Aber ich hasse es, meinen Augenbrauen zu zupfen, weil wenn ich meine Augenbrauen zupfe, also wenn ich die Härchen so zupfe oder zupfen lasse, ist es egal. Das ist dieser Schmerz, ja, der dann ist, das ist total komisch. Meine Nase fängt an zu kitzeln. Also es kitzelt immer in der Nase und ich muss dann immer niesen und das ist so peinlich. Deswegen lasse ich meine Augenbrauen auch nicht mehr zupfen, weil das einfach so peinlich ist. Weil wenn die dann näher kommen, ich lasse es da meistens machen, wenn die das so, also wenn die das so mit dem Faden machen. Dann müssen die ja mit dem Gesicht so näher kommen und ich muss mir immer die Nase zuhalten. Aber nicht, weil die Frau irgendwie stinkt oder so, sondern ich muss dann einfach so ein bisschen Druck auf meine Nase ausüben, damit ich dieses Kitzeln unterdrücken kann und nicht niese. Und die Leute denken dann immer, ich bin total bescheuert, ja, weil ich mir die Nase die ganze Zeit zuhalte. Also die denken dann bestimmt, dass ich denke, dass die stinken und das ist ja eigentlich voll die Beleidigung. Ja, komische Story, ich weiß, das ist alles ein bisschen strange. Auf jeden Fall hasse ich es, meine Augenbrauen zu zupfen oder zupfen zu lassen, weil meine Nase mal kitzelt und ich immer niesen muss und wenn ich niesen muss, tränen meine Augen. Und ich sehe wirklich sehr lustig aus nach dem Augenbrauenzupfen. Deswegen, ja, ich bin einfach zu faul. Manchmal, wenn dann so ein paar dickere Haare doch hier irgendwie draußen sind und ich meinen Highlighter sitzen will und dann einfach so ein dickes Haar da ist, dann zupfe ich es mir aus, aber ja, also ihr könnt euch ja meine Augenbrauen mal angucken, das ist glaube ich 2 Jahre habe ich die nicht gemacht. Also ich lasse sie einfach wachsen, wie sie wachsen, weil ich hasse es einfach. Also, das Produkt, das ich ignoriere, ist die Pinzette bzw. allgemein Augenbrauenzupfen. Als nächstes haben wir Hochmut oder Stolz. Und dazu die Frage ist, welches Produkt gibt dir das meiste Selbstbewusstsein? Bei mir eindeutig Concealer. Also ich benutze ja diese Kombi von dem, also Corrector und Concealer von Bobbi Brown. So, habe ich euch bestimmt auch schon ganz oft gezeigt. Ich müsste mir auch beides wieder neu kaufen, obwohl der Concealer geht noch. So, das ist der Corrector, das ist der Concealer. Bei mir ist es so, dass ich ziemlich starke Augenringe habe, das seht ihr glaube ich auch. Und nicht, weil ich wenig schlafe, sondern das ist einfach so, das ist genetisch bei mir. Ich habe schon immer Augenringe, auch als ich klein war, hatte ich Augenringe. Und ich finde, man sieht, es ist halt einfach so, dass man mit Augenringen immer super müde aussieht oder super geschafft aussieht. Und es ist auch so, wenn ich ungeschminkt irgendwo hingehe, naja, okay, so dramatisch ist es jetzt nicht, aber ich werde schon ab und zu gefragt, wenn ich ungeschminkt bin, ob ich irgendwie, ja, hast mal wieder dein Lach durchgefeiert? Nein. Oder, keine Ahnung, bist du krank? Oder irgendwie sowas, ja. Also es ist halt immer, meine Augenringe sind halt schon sehr stark und natürlich fällt es den anderen dann natürlich sehr stark auf. Und deswegen würde ich sagen, das Produkt, was mir am meisten Selbstbewusstsein gibt, wenn man das so sagen kann, ja, dann ist das Concealer, weil ich finde, dass ich dadurch einfach wacher aussehe und frischer aussehe und irgendwie so, ich bin jetzt hier, so aussehe. Deswegen Concealer. Die nächste Todsünde ist Wollust. Und die Frage dazu finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, wer diesen Tag gemacht hat und warum diese Person diese Frage da reingenommen hat, weil ich finde sie total unpassend und irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum, was sie hier in diesem Tag zu suchen hat. Aber es ist, welche Attribute findest du am anderen Geschlecht am attraktivsten? Also ich beantworte es jetzt einfach mal, auch wenn ich denke, dass es gar nicht hier reinpasst, aber okay. Also wenn man jetzt nur von, ich weiß jetzt nicht, eigentlich ist es ja ein Beauty-Tag, und ich, also so ein Kosmetik-Beauty-Tag. Deswegen denke ich, dass eigentlich nur äußere Sachen gesagt werden sollen. Ich sag jetzt mal vom Aussehen oder so, was oder von der Präsenz, was mich am meisten anspricht, ist, wenn ein Mann gepflegt ist. Das finde ich sehr wichtig. Das heißt nicht, dass er 10.000 Produkte benutzen muss und geschminkt sein muss oder Concealer benutzen muss oder weiß das ich was. Aber ich finde, er sollte einfach gepflegt sein, also sauber sein, ja. Und was ich auch noch sehr, sehr wichtig finde, ist, ja, wie er lächelt. Oder nicht mal wie er lächelt, sondern ob er lächelt. Also wenn da einer ist, der immer so grießcremig ist, ich weiß nicht. Ich bin sowieso so ein Mensch, ich bin immer fröhlich und lach viel und ja, weiß ich nicht. Wenn da jetzt irgendjemand ist, der immer schlecht drauf ist, ich weiß nicht, wie ich mit
ihm klarkommen würde. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall gepflegt sein und das Lächeln. Wenn es jetzt um innere Sachen geht, ich sage jetzt einfach mal, auch wenn es vielleicht nicht ganz hier dazu gehört, ist es auf jeden Fall Intelligenz, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich finde das, find das einfach attraktiv, wenn jemand intelligent ist. Das heißt nicht, dass er ein Genie sein muss, aber ich finde das einfach, weiß ich nicht, ich finde es auch total schön, wenn er Sachen kann, die ich nicht kann. Ich finde das sexy. Und dann noch Humor und Loyalität. Also Humor, wie gesagt, habe ich ja, ist ja eigentlich das Gleiche wie mit dem Lächeln. Und Loyalität ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Also auch in der Freundschaft, aber auch in der Beziehung, keine Ahnung, finde ich Loyalität einfach unheimlich wichtig. Zueinander stehen und ja, einfach loyal sein. Deswegen, das wären dann die inneren Werte. Aber ja, eigentlich ist es, also äußerlich ist es das Lächeln und gepflegt sein. Als letztes, und dann haben wir den Tag endlich geschafft, ich glaube, ich habe sehr viel gelabert. Als nächstes haben wir Neid. Und irgendwie ist das auch eine komische Frage. Und zwar ist es, was würdest du am liebsten geschenkt bekommen? Ich weiß auch nicht. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, weil es ja dieser Beauty-Tag ist und weil es ja die 7 Todsünden sind, meinen die mit Neid, okay, was möchte ich gerne haben, was vielleicht andere haben oder andere YouTuber haben, weil es jetzt um diese Beauty-Dings geht. Dann würde ich sagen, was ich unheimlich gern haben würde, ist die Naked-Palette von Urban Decay. Ich weiß nicht, warum ich sie immer noch nicht habe. Am Anfang war es so, da habe ich mir gedacht, nee, ich kaufe mir jetzt keine Lidschattenpalette, also als sie ganz neu rauskam, kaufe mir jetzt keine Lidschattenpalette, weil ich habe einfach schon genug Lidschatten. Irgendwann habe ich dann immer mehr Tutorials gesehen und immer mehr Blogs gelesen, wo ich mir dachte, boah, aber das ist schon eine coole Alltagspalette, ja. Ich muss das irgendwie schon haben. Dann habe ich danach gesucht und sie war überall ausverkauft, weil, ja, da war es halt schon ein bisschen, da habe ich ein bisschen zu lange gewartet. Und dann habe ich sie gesucht, dann war sie ausverkauft. Irgendwann gab es sie aber wieder und dann habe ich den Preis gesehen und mir gedacht, oh naja, jetzt nochmal 40, 45, 42, keine Ahnung, 42 Euro zum Beispiel auszugeben, oh, irgendwie keinen Bock. Und dann habe ich es mir nicht geholt. Und dann war sie dann irgendwann wieder ausverkauft. Dann habe ich mir gedacht, oh Mann, warum habe ich es mir nicht geholt? Und dann war sie wieder. Also es geht die ganze Zeit bei mir nur hin und her. Ich kaufe sie mir nicht selber, ich weiß nicht warum. Ich kaufe mir andere teure Sachen, sogar im Verhältnis dann wahrscheinlich teurer. Aber ich kaufe mir diese doofe Naked-Palette nicht, obwohl ich sie unbedingt haben will. Das ist total bescheuert, ja. Auf jeden Fall, deswegen würde ich sagen, das, was alle anderen mittlerweile haben und ich noch nicht habe und wofür ich sie beneide, ist die Naked-Palette und das wäre wahrscheinlich das, was ich am liebsten geschenkt bekommen wollen würde. So. Das war's. Das war mein 7 Todsünden-Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht zwischendurch ein bisschen hektisch. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, die kleinen Storys dazu fandet ihr interessant. Muss ja noch sagen, wen ich alles taggen möchte. Also, ich tagge die Alex, weil sie schon ganz lange kein Video mehr gemacht hat. Und ich finde, dass es wieder mal Zeit ist, dass sie ein Video macht. Also Alex, du musst diesen Tag mitmachen. Dann die Mira, die Anna. Ich verlinke euch alle Kanäle in die Infobox. Ich weiß nämlich nicht mehr, weil da sind immer noch so Zahlen und so dabei. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich sage jetzt einfach nur so die Namen und die Kanäle sind aber unten in der Infobox verlinkt. Also, ich verlinke Alex, Mira, Anna, Nadine, Rebecca, Sandra, Felina und das ist die einzige Person, von der ich den echten Namen nicht weiß, Persian Blonde. Tut mir echt leid, ich habe dich noch nie nach deinem Namen gefragt, was total bescheuert ist. Ich weiß, es tut mir leid. Ich verlinke alle Kanäle nochmal unten hin, damit ihr die auch findet. Und ich hoffe, dass ihr auch mitmacht und dass es euch auch so viel Spaß macht wie mir, in eurer Make-up-Sammlung zu kramen und dann die Sachen immer rauszusuchen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe jetzt die 8 Leute getaggt. Natürlich kann jeder andere mitmachen, der Lust dazu hat. Ich würde mich super darüber freuen, wenn ihr mir Videoantworten schicken würdet, wenn ihr Lust dazu habt. Oder es einfach in die Kommentare schreibt. Also ich schreibe euch ja sowieso die Fragen in die Infobox. Und die jeweilige Todsünde dazu. Und dann könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben, 1 Doppelpunkt und dann einfach das Produkt. Und vielleicht auch eine kleine Story dazu darüber. Also ich finde, das ist ja das Interessanteste an dem Tag. Aber auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mitmacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu hektisch. Irgendwie, weiß ich nicht, bin ich heute ein bisschen hibbelig. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!